Wie viel Kurkuma ist gut für dich? Diese Frage beantworte ich dir in diesem Video. Zusätzlich verrate ich dir, welche Dosierungen bei welchen Krankheiten erfolgreich getestet wurden. Am Schluss erwarten dich noch zwei Bonustipps. Ich zeige dir, was du tun kannst, damit dein Körper Kurkuma noch besser verwerten kann. Ich bin Paul von Vitalschnabel und mit meinen Tipps isst du dich vital und rundum wohl. Versichere dich, dass du keine Vitalschnabel-Ratschläge verpasst. Einfach jetzt auf Abonnieren drücken. Starten wir mit den Dosierungsempfehlungen. Über die Dosierungen von Kurkuma findet man zahlreiche und unterschiedliche Angaben. Interessant ist, dass die Dosierungsangaben teilweise für Kurkumin und teilweise für Kurkuma gemacht werden. Wichtig ist, dass du den Unterschied verstehst, damit dir kein Fehler bei der Einnahmemenge passiert. Kurkumin ist der bekannte Wirkstoff von Kurkuma. Kurkuma hingegen ist die feinzerriebene Wurzel der Kurkuma-Pflanze. Diese Begriffe bitte nicht verwechseln. Kurkuma enthält ca. 3-5% Kurkumin. Das heißt, wenn du 3 Gramm Kurkuma isst, sind darin ungefähr 120 Milligramm Kurkumin enthalten, wenn wir von 4% Kurkuminanteil in Kurkuma ausgehen. Du hast den Unterschied zwischen Kurkumin und Kurkuma verstanden? Super, dann nehmen wir jetzt die Dosierungsempfehlungen genauer unter die Lupe. Von offizieller Seite findet man Dosierungsempfehlungen der WHO. Die WHO ist die Weltgesundheitsorganisation. Sie empfiehlt eine Tagesdosis von 3 Gramm Kurkuma pro Person. Diese Tagesdosis entspricht, wie bereits berechnet, um die 120 Milligramm Kurkumin pro Tag. Diese Dosis ist auf unbegrenzte Zeit ungefährlich und kann mit gutem Gewissen eingenommen werden. 3 Gramm Kurkuma pro Tag hilft zur Vorbeugung von gewissen Krankheiten, scheint aber zu wenig hoch für die Behandlung von körperlichen Beschwerden. Parallel zur WHO-Empfehlung gibt es den ADI-Wert. Der ADI-Wert wurde durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit festgelegt und beschreibt die duldbare tägliche Aufnahme von Kurkuma. Sie liegt bei täglich 3 Milligramm Kurkumin pro Kilogramm Körpergewicht. Bei dieser Dosierung wurden bislang keine gefährlichen Nebenwirkungen beobachtet. Damit du dir besser vorstellen kannst, wie viel Kurkuma damit gemeint ist, machen wir wieder ein gemeinsames Beispiel. Angenommen, du wiegst 60 Kilogramm, dann dürfest du 60 mal 3 Milligramm Kurkumin einnehmen pro Tag. Das wären also 180 Milligramm Kurkumin täglich. Wenn wir uns nochmals in Erinnerung rufen, dass der Kurkuminanteil in Kurkuma um die 4% liegt, wissen wir auch, dass 180 Milligramm Kurkumin 4,5 Gramm Kurkuma entsprechen. Beide Dosierungsempfehlungen, sowohl die Empfehlung von der WHO als auch die Empfehlung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, bergen keine Risiken für deine Gesundheit. Du kannst dich an diese Angaben halten. Der Knackpunkt: Du beugst damit Krankheiten vor. Für bestehende gesundheitliche Probleme sind diese Dosierungsangaben allerdings zu niedrig. Was kannst du tun, wenn du bereits erkrankt bist und du mit Kurkuma deine Gesundheit unterstützen möchtest? Ganz einfach, du kannst die Dosierung erhöhen, am besten in Absprache mit deinem behandelnden Arzt. Nimm diese Empfehlung bitte ernst, da Kurkuma auch die Wirkung von Medikamenten, die du einnimmst, erhöhen kann. Kein Risiko eingehen. Ich habe für dich die bekanntesten Kurkuma-Studien recherchiert und für dich zusammengefasst, welche Dosierungen bei welchen Krankheiten sehr erfolgsversprechend klingen. Erstens, Cholesterinspiegel senken. Ein zu hoher Cholesterinwert ist schlecht für Herz und Gefäße. Eine Studie aus China hat gezeigt, dass mit einer Tagesdosis von 500 Milligramm Kurkumin der Cholesterinspiegel sinkt. Erste positive Ergebnisse waren bereits nach nur 7 Tagen zu sehen. Nochmals zur Erinnerung: 500 Milligramm Kurkumin entsprechen 12,5 Gramm Kurkuma. Weißt du noch wieso? Richtig, weil in Kurkuma in etwa 4% Kurkumin steckt. Zweitens, Gedächtnisleistung bei Demenz steigern. Demenz bezeichnet die Minderung der geistigen Fähigkeiten, die so schwerwiegend sind, dass der Alltag erheblich beeinträchtigt wird. Die Alzheimer-Krankheit ist eine Demenzart, die sehr weit verbreitet ist. Doch auch hier gibt es gute Neuigkeiten. In einer bekannten wissenschaftlichen Zeitschrift für Neurologie aus Indien wurde 2008 eine Studie veröffentlicht, die ergab, dass die regelmäßige Einnahme von Kurkuma die Gedächtnisleistung von Demenzkranken steigert. Die Tagesdosis lag bei dieser Studie bei 1 Gramm Kurkuma für die Dauer von 3 Monaten. Umgerechnet wären das also 40 Milligramm Kurkumin täglich. Drittens, bei Morbus Crohn entzündliche Schübe verringern. Morbus Crohn ist eine chronisch entzündliche Darmkrankheit. Betroffene leiden oft unter starken Durchfall und krampfartigen Schmerzen im Unterbauch. Eine Untersuchung gibt Grund zur Hoffnung.
Bei Morbus Crohn-Patienten, die im ersten Monat 1080 mg Curcumin täglich und im zweiten Monat 1140 mg Curcumin täglich eingenommen haben, besserten sich die entzündlichen Schübe. Viertens, rheumatoide Arthritis lindern. Rheumatoide Arthritis ist die am häufigsten vorkommende entzündliche Erkrankung der Gelenke. Auch hier kannst du aufatmen, denn Kurkuma scheint auch bei dieser Krankheit den Heilungsprozess zu unterstützen. Patienten, die über 8 Wochen hinweg 0,5 Gramm Curcumin täglich eingenommen haben, bestätigen eine Besserung ihrer Beschwerden. Es wird sogar gesagt, dass mit 0,5 Gramm Curcumin täglich eine bessere Wirkung erzielt wurde als mit 50 Milligramm Diclofenac, einem schmerzstillenden und entzündungshemmenden Medikament. Fünftens, Krebs bekämpfen. Zu einer Krebserkrankung kommt es dann, wenn Zellen im Körper sich verändern und unkontrollierbar wachsen. Es gibt viele Studien mit Krebspatienten und Kurkuma. Prinzipiell lässt sich sagen, dass für die Vernichtung der Krebszellen eine Einnahme von 1 bis 3,6 Gramm Curcumin notwendig ist. So wird der Zellzyklus der kranken Zelle durchbrochen und die Neubildung wird verlangsamt oder sogar gestoppt. Sechstens, Übergewicht reduzieren. Deine Waage zeigt mehr an, als sie sollte. Auch hier kann Kurkuma einen Beitrag leisten und dir beim Abnehmen helfen. Ein intakter Stoffwechsel ist für die Gewichtsreduktion das A und O. Genau hier kommt der Wirkstoff Curcumin ins Spiel. Curcuma kurbelt die Fettverbrennung an, beschleunigt den Gallenfluss und beugt entzündlichen Erkrankungen vor. Damit deine Pfunde purzeln, werden 2 Gramm Curcumin pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Siebtens, Verdauungsbeschwerden mildern. Es leiden viele Menschen an Blähungen und Füllegefühl, speziell nach sehr fetthaltigen Mahlzeiten. Da Curcuma die Produktion von Gallenflüssigkeit anregt und dadurch die Fettverbrennung in Gang kommt, können mit der Einnahme von Curcuma Verdauungsbeschwerden gelindert werden. Falls du an diesem Problem leidest, kannst du 300 bis 500 Milligramm Curcumin pro Tag einnehmen. Diese Dosierung sollte deinen Beschwerden entgegenwirken. Du siehst, mit der Einnahme von Curcuma wurden in der Vergangenheit bereits große Erfolge bei der Bekämpfung von Krankheiten erzielt. Ich möchte an dieser Stelle, vor den Bonustipps, nochmals betonen, dass du im Fall einer Erkrankung die Einnahme von Curcuma mit deinem Arzt besprechen solltest. Du willst ja sicherstellen, dass die Einnahme hilft und nicht schadet. Damit tust du dir an deiner Gesundheit etwas Gutes. Falls du mehr über mögliche Nebenwirkungen von Curcuma erfahren möchtest, steht dir mein Video zum Thema die Nebenwirkungen von Curcuma zur Verfügung. Kommen wir zu den Bonustipps. Was kannst du machen, damit dein Körper Curcuma optimal aufnehmen kann? Beginnen wir mit dem Nachteil. Das in Curcuma enthaltene Curcumin ist nicht wasserlöslich. Unser Körper hat daher Mühe, den Wirkstoff aufzunehmen. Auch wird Curcumin sehr schnell von unserer Leber abgebaut. Mit anderen Worten, Curcumin bleibt nur für kurze Zeit in unserem Blut. Es gibt daher Stimmen, die sagen, dass es besser ist, mehrmals pro Tag Curcuma zu konsumieren, um gesundheitliche Effekte zu erzielen. Du kannst aber wieder aufatmen. Es gibt Tipps und Tricks, wie du die Aufnahme von Curcuma ganz einfach verbessern kannst. Bonustipp 1, Curcuma mit schwarzem Pfeffer kombinieren. Nimm Curcuma am besten immer zusammen mit einer Prise schwarzem Pfeffer ein. Das führt dazu, dass dein Körper den Wirkstoff Curcumin um bis zu 2000% besser aufnehmen kann. Du hast übrigens richtig gehört, schwarzer Pfeffer verstärkt die Wirkung um bis zu 2000%. Das verdanken wir dem Inhaltsstoff Piperin im Pfeffer. Bonustipp 2, Curcuma mit Fett kombinieren. Ein weiterer Trick, um die Curcuma-Aufnahme anzukurbeln, ist die Einnahme von Curcuma kombiniert mit beispielsweise Kokosöl, Olivenöl oder Leinöl. So kann Curcuma seine heilende Wirkung optimal entfalten. Wie viel Curcuma nimmst du täglich ein? Sag es mir in den Kommentaren unten. Vergiss nicht, diesem Video ein Like zu geben. Teile es mit deinen Freunden und klick auf Abonnieren, um weiterhin keine Vitalschnabel-Ratschläge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, dein Paul von Vitalschnabel.